Ein geschundenes Dorf liegt vor uns. Es ist Goldhof und damit willkommen zurück bei einer Männerlords-Runde hier auf meinem Kanal bei Let's Splinter. Meine Stimme bittet ihr ein wenig zu entschuldigen. Die ist gesundheitlich noch ein bisschen lädiert, aber nicht so lädiert wie dieses Dörfchen hier. Das ist ja der Wahnsinn. Dass wir uns hier nochmal erholen konnten, ist pures Glück und es gibt sogar noch die Dreistigkeit der Briganten hier vor Ort zu warten. Die haben eine hohe Effektivität und wir warten letzten Endes nur darauf, dass wir angreifen können. Das hängt ein Stück weit davon ab, wie flott hier die Speere in Abendrot geliefert werden. Sobald wir hier nicht mehr 807 Regionsvermögen haben, können wir dergleichen entsprechend angehen und ich hoffe, dass das rechtzeitig sein wird. Wir werden es versuchen. Vielen, vielen Dank in dem Zusammenhang. Ich drücke mal kurz auf die Pause. Für die nachrangig eintrudelnden Kommentare bezüglich unserer Marktsituation, die schon eine ganze Weile her ist und die ja langsam aber sicher hier oben besser wird. Vielen Dank für den Hinweis, den ich in der vergangenen Folge umgesetzt hatte, obgleich er in einer Folge weit, weit vorher jetzt ankommentiert wurde. In der Sammlerhütte hier nicht nur auf die Lebensmittel, sprich die Beeren zu gehen, sondern auch die Kräuter herzustellen. Das gehen wir natürlich jetzt auch an. Ansonsten orientieren wir uns in dieser Folge erstmal wieder an gutes Stück neu. Das muss ich auch tun, denn ich habe schon lange nicht mehr aufgenommen. Das Wildtierverkommen ist vorzüglich gefüllt, muss ich tatsächlich sagen. Und nahrungstechnisch stehen wir hier auch ganz gut da. Insofern gucken wir, dass wir jetzt relativ schnell hier entsprechend in Abendrot wieder bestückt sein werden, sodass wir angreifen gehen können. Und während wir das tun, möchte ich, oh, Moment, gerade gucken, wo der Arbeitsbereich leer ist. Ah, hier bei den Wildbären. Und da haben wir zwei Familien drin. Wir haben einmal das Lager voll, können jene Familie rausnehmen. Und ich glaube, hier können wir noch nicht die Kräuter sammeln. Ich glaube, dass wir da jetzt auch fertig sind saisonal, oder? Wir haben August, übrigens jüngst. Ja, ich glaube, dann dürfte es mit dem Sommer so langsam, also das ist klar, dass der Sommer im Jahr 5 hier langsam vorbeigeht. Die Thematik ist allerdings auch, dass die Beeren, glaube ich, jetzt nicht mehr wachsen und wir die Familien anderweitig einsetzen können. Wir könnten hier übrigens die Feldsteine noch abernten, zu gegebener Zeit. Was ich hier allerdings irgendwie auch noch brauche, Eichenhau bekommt übrigens eine neue Familie, sehr schön, ist die Tatsache, dass wir hier nach wie vor der Dinge harren in Bezug auf die Bekleidung. Und wir gucken uns das nochmal an. Leinen, Leder oder Garn? Also irgendwie müssen wir da dran. Der Mannschaftsofen, ne, der Gemeinschaftsofen wird Brot und Mehl herstellen. Wir haben hier die Melzerei, damit wir dann irgendwann hier hinten genügend Felder zur Verfügung haben, um unsere umliegenden Dörfer mit Malz und Bier zu versorgen. Da hoffe ich dann bald auch auf weiteren Fortschritt, denn wir sind hier noch 29 Tage von der Ernte entfernt in diesem Feld und hier auch. Und das ist relativ viel sogar. Gucken uns das mal von oben an. Und wir müssen es natürlich noch ein gutes Stück aufstocken. Ich habe aber schon ganz zu Beginn, als wir diese Felder hier erstellt haben, gesagt, dass wir erstmal gucken wollen, wie das dann alles aufeinander passt mit der Anzahl der Familien. Hier könnte übrigens noch eine weiter tätig werden. Wir machen dieses Bauernhaus sehr, sehr voll. Dieser große Speicher bekommt auch noch eine Familie. Und dann hatte ich, glaube ich, gesagt, hier ist der Marktplatz. Und ob wir hier den noch stehen lassen, ist auch nochmal so eine Sache. Ich würde die gerne alle, wobei hier wird nach und nach gebaut, ne? Können wir die ein bisschen zentraler machen? Die Frage ist, was kommt dann hier hin zu gegebener Zeit? Sonnenquell bekommt den Lebensmittelstand. Ah, das ist genau der hier. Ja, lass die mal bauen. Der Stand ist dann auch irgendwann bald voll. Wobei es sind noch 13. Aber dann werden die sich schon hier runter verlegen. Und dann kann der natürlich auch hier hinten eventuell in einem Wohngebiet noch irgendwie greifen. Zumindest ist das meine Hoffnung. Wir gehen zurück zu unserem, tja, Abendrot, wo wir, glaube ich, ein bisschen mehr Regionsvermögen haben. Müssen wir mal gerade gucken, was da passiert ist. 5. August. Ja, ein paar Schuhe sind weggegangen. Sehr gut. Import 8. Juli. 8 Bier. Ne, 2 Bier haben wir bekommen. Und Export am 5. August. Okay. Wir gucken auf die Importe. Und dann müsste es eigentlich jetzt genau das gewesen sein, dass wir hier noch ein bisschen mehr an Regionsvermögen haben. Brauchen wir auf jeden Fall. Nahrung reicht für 6 Monate. Das reicht uns in dem Moment. Spulen ein gutes Stück vor. Und gucken hier hinten, was letzten Endes hier in unseren neuen Hofstätten abgeht. Ja, wir nehmen noch mehr Gemüse hier auf. Das wird mittlerweile richtig viel.
Gemüse sieht gut aus, Beeren sehen einigermaßen gut aus, Fleisch könnte mehr sein. Und die Würste sind natürlich auch noch ein Thema. Ich muss gerade noch mal gucken. Wo wurde das noch mal realisiert? Das Bienenhaus können wir nicht bauen. Das ist die Landwirtschaft, das ist die Industrie. Tja, und hier Wolle zu Garn. Flachs wird zu Leinen. Wolle können wir über die... Ah, die Schafe waren noch ein Thema. Oh Gott, wie lange habe ich die denn außen vor gelassen? Jetzt sind es hier 700 noch. Was ist denn jetzt handelstechnisch gerade noch passiert? 5 Speere. Nur 5? Einmal Schuhe sind noch weggegangen. Das hilft uns hier wirklich nicht weiter. Wir sind bei 10. Vorräte von Banditen wurden gestohlen. Egal, wir warten hier weiter. Die Schafe sind doch noch ein Thema. Wir haben die Schafe nämlich alle hier. So, Weidefläche 4 von 5. Was machen die? Muss ich denen noch eine Weidefläche hier bauen? Also ich weiß, dass das geht, eine Weidefläche zu errichten. Gehen mal auf die Landwirtschaft und dann auf eine Weide. Die Frage ist, wie groß muss das sein? Ich setze jetzt hier einfach mal eine Weide. Muss die noch errichtet werden? Oder ist sie jetzt fertig? Wir geben hier auf jeden Fall mal noch eine Familie mit rein, damit die zu tun haben. Nichts auf Lager, ja, das ist ja schön. Gerade noch mal gucken. Bietet Weidefläche für Vieh. Ja, dann muss doch eigentlich die Schafszucht hier jetzt tätig werden, oder? Gerade mal gucken, was die machen. Was passiert jetzt mit Magdalena? So viel Zeit soll sein. Und soll hier wirklich ja auch sein, ne? Gaming entspannt genießen. Herzlich willkommen bei Let's Splinter, meine Damen und Herren. Wir gucken Magdalena zu, was sie jetzt mit der Schafherde macht. Die geht erstmal durchs Haus. Die kann vieles. So, und dann? Dann passiert nichts. Sie wartet. Wo geht sie jetzt hin? Jetzt geht sie wieder weg. Och, Leute. Ist der Viehhandelsposten? Ist das der richtige? Nee, das war nicht richtig. Was ist hier jetzt? Na, hier geht noch ein Ochse durch. Übrigens ist gerade ein Arbeitsbereich leer geworden. Ah, von der Sammlerhütte auch. Hier sind übrigens 10 Kräuter. Aber nochmal. Ich werde es mir wahrscheinlich noch anlesen müssen. Aber wo ist denn das Problem? Hütet Schafe. Wartet. Ja, irgendwie machen die nichts. Die Schafzucht ist nicht an das Straßennetz angeschlossen. Ist das wahr? Ah, das kann auf jeden Fall nicht das Problem sein. Das steht auch mal fest. Wir schließen es trotzdem an. Jetzt ist es ans Straßennetz angeschlossen. Was passiert hier? Hier wird Wolle transportiert. Oder haben die Weidefläche und wir bekommen von denen Wolle? Wir haben 22 Wolle? Wo läuft das Schaf jetzt hin? Ganz nervös. Also, dass hier der Ochse durchläuft, gefällt mir auch nicht. Ich werde es mir nochmal angucken, sagen wir mal so. Sammelhütte, Familie. Vollkommen umsonst da. Abendrot bekommt eine neue, das ist gut. Wir sollten den Überblick behalten. Unsere normale Ansicht ist irgendwie so, ne? Interessant ist auch, ob ich hier nochmal einen Weg durchziehe und weitere Gehöfe noch setze. Ich könnte es mir schon vorstellen, indem ich hier noch einen Weg entlang ziehe. Das hier so ein bisschen breiter werden lasse. Dann hätten wir die Möglichkeit, hier noch einen Weg, hier noch weitere Gehöfe. Ich setze das schon mal rein. Gehöfe im Sinne von Hofstätten, selbstverständlich. Das ist allerdings ein bisschen klein.
Schön nochmal der Hinweis, dass man hier gesagt bekommen hat über die Kommentare, ich kann hier Minus und Plus drücken. Das stimmt. Kann ich das alles noch ein bisschen anpassen? Es gibt ganz kleine Hütten. Ich baue die trotzdem. Hier hätte ich gerne, schade, hier gibt es den Arbeitsbereich nicht hinzu. Ja, dann können wir das auch klein halten. Gibt das wirklich nur Wohnhütten? Jetzt gucken wir uns das Ganze mal an. Indem wir sagen, dass wir es hier ganz groß gestalten wollen. Und guckt mal, das sieht doch gut aus. Das könnten wir jetzt nämlich noch reduzieren. Aber wir lassen das so. Und dann gibt das... Oh, dann gibt das schon ein paar Wohnbereiche. Sehr gut. Gibt es hier hinten eigentlich irgendwo Wasser? Leider nicht. Hier ist gar keins mehr. Das sieht alles... Da oh, hier hinten. Ah, das ist super, dass wir hier einen Brunnen setzen können. Das machen wir für die Zukunft. Dann habe ich das wenigstens nicht vergessen. Und hier lassen wir uns noch ein bisschen was bauen. Arbeitsbereich leer. Ja gut, da müssen wir jetzt die Familie dann rausnehmen. Das passt. Wir haben noch ein bisschen was, glaube ich. 15. 15 Speere. Also es kommt jetzt scheibchenweise. Wir müssen das irgendwie versuchen, nach und nach wiederzubeleben. Wiederzubeleben ist auch die Aufgabe hier. Eine Familie baut. Gerade mal gucken, was die bauen. Speicher ist belebt, Lagerhaus ist belebt. Nahrung haben wir genug. Und hier müsste jetzt irgendwie eine Familie arbeiten. Haben wir genug Holz? Bauholz ist da. Zelte für Obdachlose. Brauchen wir ja eigentlich nicht mehr. Hier der Marktplatz. Goldhof. Lebensmittellager voll. Moment, jetzt muss ich überlegen. Das Lebensmittellager ist voll. Das kann ja nicht sein. Ah, hier von den Sammlern. Okay. Aber da muss ja jemand dann transportieren. Zu gegebener Zeit. Da können wir auf jeden Fall noch ernten. Das ist das Jägerlager, wo wir momentan noch niemanden drin haben. Das ist schade. Aber wir haben Besseres zu tun. Ah, hier ist noch ein Ochse. Was macht der? Wo bringt der hin? Sind die immer noch am Hungern? Kann eigentlich nicht sein. Also ich kenne deren Probleme momentan noch nicht. Frage ist, wo der Ochse hier hingeht. Er sucht Schutz. Warum sucht er den Schutz? Haben die echt Angst vor da hinten? Das kann schon sein. Ich kann es verstehen. Das ist Jörg der Sammler. Oder Jörg. Was ich natürlich noch habe, ist hier das Forsthaus. Das hat aber keine Dringlichkeit eigentlich. Oh Leute, gibt das jetzt hier echt... Also hier können wir mal den Marktstand rausnehmen beim Brennholz. Also da brauche ich eigentlich gar nichts. Aber es scheint mir, als wird hier momentan gebaut. Also die Brennholzhütte, ja gut, doch die sollten wir fertig haben. Das habe ich natürlich gesagt. Und das sind ein paar Meter. Naja, dann lassen wir die mal weiterbauen. Beobachten das Ganze. Boah, Zufriedenheit ist halt echt mies, ne? 36%. Hier sind wir jetzt bei 2 von 2. Hier hinten 1 von 1. Eigentlich muss nur gebaut werden. Frage ist, welche Familie baut? Ist der Holzfäller, der wartet? Ich habe halt Angst, dass die hier hinten irgendwann wieder angreifen. Das heißt, wir sollten schon tunlichst schnell dahinter kommen, wieder einsatzbereit zu sein. Aber es sind ja nicht mehr so viele. Die sollten wir auch mit dem, was wir an Material haben, hier hinten bei uns in Abendrot hinbekommen. Wir sind bei 26 Speerträgern. Ich würde sie halt gerne abwarten. Ich würde sie gerne abwarten. Hier die Schilde für die Fußsoldatenmiliz sollten wir eigentlich auch irgendwie realisieren. Aber die Schilder verkaufen wir halt gut, ne? Sehe ich das richtig über den Export? Naja, ganz frisch.
4 große Schilde für 24. 25 Schuhe. Also es geht hier schon gut durch die Decke. Wobei, irgendwie haben wir dann auch gut importiert. Kann das sein? Ah ja, 10 Biere. Oh ja, 11 Speere. Aber die Schilde sind natürlich ein Thema. Schön wäre, wenn wir hier die Fußsoldatenmiliten natürlich noch hätten. Und wir sollten das schon realisieren. Wir machen jetzt mal Schilde in der Art und Weise. Nämlich diese kleinen Schilde. Dafür brauchen wir auch nur ein Brett. Ah, da mache ich mir gar keine Gedanken. 35 Bauholz, 73 Bretter. Wie sieht es denn in der Sägegrube aus? Da ist niemand beschäftigt. Ja, dann stellen wir das mal ein. Bauholzreserve lasse ich mal bei... Ist 12 nicht zu wenig? Wir machen mal 20. Und geben hier eine Familie rein. Die reicht dreimal. Alles gut. 6 Monate haben wir hier in dem Bereich. Und wir gucken nochmal zurück, ob hier irgendetwas gebaut wird. Ah, hier nicht. Hier auch nicht. Ah, das ist ein bisschen arg wenig. 26. Ja, wir gucken da zu gegebener Zeit weiter nach. Es scheint sich alles zu normalisieren. Wie sieht's hier aus? Weizenfeld? Oh, noch 2 Tage. Es lohnt sich durchaus hier zu bleiben, um zu gucken, was passiert. Spulen mal ein bisschen vor. Und jetzt kommt der Ertrag. Wir haben September. Ja, es ist soweit. Im wahrsten Sinne, im September ist nämlich so, dass geerntet, gepflügt und ausgesät wird. Und dann wollen wir mal. Dann können eigentlich die Familien anfangen. Transportieren hier ein paar Beeren. Das ist äußerst unklug, so einen weiten Weg dafür zu wählen. Aber wir haben den Speicher hier. Dann will die Produktion mal beginnen. Und Ott geht nach Hause. Das ist ein schlechter Zeitpunkt, Ott. Das ist ein schlechter Zeitpunkt. Das ist die Feldbrache. Sonnenquell bekommt eine neue Familie. Jetzt haben wir... Ja, wobei, man darf sich nicht verwirren lassen, ne? Das sieht alles gleich aus, aber das ist Weizen und das ist Gerste. Ich hoffe, dass dieser Drei-Felder-Umschwung von selbst funktioniert. Fruchtwechsel. Der Fruchtwechsel wird eingeleitet, nachdem die Erntezeit vorbei ist. Okay. So, und jetzt hier. Hier wird doch angefangen, oder? Ja, die Ernte findet statt. Super. Dann wollen wir mal. Und dann müssen wir natürlich auch an den Handel zu gegebener Zeit denken. Habe ich in dem Zusammenhang, jetzt muss ich mal gerade gucken, während das Spiel speichert, habe ich hier eigentlich den Handelsbereich irgendwann mal gelegt? Großes Lagerhaus? Ja, Handelsposten. Das Problem ist, dass ich nicht handeln kann nach außen, weil mir das Vermögen fehlt. Oh, wir brauchen hier dringend irgendwie die Schafe oder so, ne? Für die Wolle. Das machen wir jetzt mal. Die Frage ist, wie funktioniert es? Also es funktioniert ja irgendwie. Die Weide, schwierig. Also ohne, nur eine Weide ist halt schwierig, das ist klar. Gerade nochmal überlegen, wo war es denn? Das ist der Anbindebalken, das ist die Packstation, das ist das Lagerhaus, das ist der Speicher. Und hier ist der Viehhandelsposten. Wie haben wir das denn drüben gemacht? Ich weiß es schon nicht mehr. Das ist die Schafszucht. Wo war denn die Schafszucht? Bauernhaus, Weide, Schafszucht, da. Arbeiter scheren Wolle von weidenden Schafen. Ja, die will ich doch hier hinsetzen. Und das ist doch super. Frage ist, setzen wir es hier irgendwo hin? Könnte man das auch gut hier innen vorstellen. Ah, vielleicht ist aber auch hier hinten angenehmer, oder? Passt das noch hier rein? Das soll ja auch einigermaßen was aussehen. Ich setze sie hier hin. Da möge sie gebaut werden, die Schafszucht.
Einfach nur, um Wolle zu bekommen. Und Wolle gibt uns dann hier die Möglichkeit. Ich glaube, die Wolle konnten wir dann zu Garn machen, ne? War das nicht so? Ich vergesse es jedes Mal. Ich habe es sogar in dieser Folge schon gesagt. Industrie. Gehe ich mal stark von aus. Wolle wird zu Garn in der Weberei. Und die haben wir hier wahrscheinlich noch nicht. Ich gucke mir das gerade nochmal an. Auch offscreen, damit ihr nicht so lange warten müsst. Aber nein, es ist relativ einfach gesagt. Hier unten ist eine Gerberei. Und insofern kommt da oben noch eine Weberei hin. Und die setzen wir sofort daneben. Der Weg soll relativ kurz sein. Und dann können da sicherlich welche bald arbeiten. Arbeitsbereich leer. Wir erinnern uns. Nehmen wir hier die Familie raus. Brauchen wir momentan nicht. Es regnet wunderbar. Jetzt geht es auch wirklich darum zu sehen, was hier passiert. Hier ist nichts eingelagert. Machen die das alles in einem? Oh, die Felder können größer werden, wenn ich das so sehe. Ertrag 48. Geschätzter Ertrag bis zur Ernte. Ah ne, das... Oder? Ist das der Ertrag? Was haben wir hier oben? Hier wird es auch abgenommen. Hier ist 50. 31. Naja, ich guck mal, was da draus dann wird. Und dann müssen wir wahrscheinlich unsere Felder noch ein bisschen was aufstocken. In den kommenden Jahren. Ganz, ganz klar. Was wir übrigens ein bisschen vernachlässigt haben, ist hier unser Bereich. Oh, da gibt es auch zwei leere Arbeitsbereiche. Einmal der Holzfäller. Das ist erstmal nicht so schlimm. Es gibt so viele Bretter, das ist ja Wahnsinn. Ich würde die Bretterproduktion gerne mal einstellen. Niemand kann so viel Bretter verbrauchen. Und vor allen Dingen machen die vermutlich unser Lager voll. Und das nicht schlecht. Okay. Oh, irgendwas wird durchnässt. Das fällt. Na gut, aber was soll ich machen? Wir können das Feld abbrennen. Ich denke mal, alles ist okay. Nein, aber eigentlich wollte ich mich auch nochmal hier um diese Region kümmern, um Eichenhau. So, und dann erst einmal dem Holzfäller sagen, dass du einen neuen Arbeitsbereich bekommst. Weiß gar nicht, ob wir hier den... Haben wir hier den Förster irgendwo? Sägegrube? Haben wir hier ein Forsthaus? Und wenn ja, wo? Die Sägegrube, die Brennholzhütte, der Holzfäller und das Steinmetzlager. Und der Steinmetz ist, glaube ich, hier durch, ne? Ich glaube, das können wir abreißen. Gibt es noch ein paar Vorräte von? Gerade mal gucken. Abendrot, Gebäude ist fertig, Hofstätte, okay. Hier die Sammlerhütte. Hier könnten wir übrigens, hier gibt es noch schönes Regionsvermögen, noch einen Kräutergarten anlegen. Machen wir. Gibt das Upgrade? Ansonsten können hier die Familien raus. Für den Herbst-Winter. Jägerlager ist gut. Hier müssen wir nur ein bisschen auf das Wildtiervorkommen achten. Schafszucht ist fertig. Oh, das habe ich gesehen. Einen Moment. Wir gehen erst hin und setzen hier einen Förster mit seinem Forsthaus. Ich finde es ja schön, wenn der irgendwie hier so mittendrin herrscht. Deswegen setzen wir den mal genau dahin. Können den Weg auch noch verbinden. Und dann gehen wir zur Schafszucht. Setzen da zwei Familien ein. Ja, und das ist wenig Weidefläche. Die würde ich gerne mal dahinter packen. In der Hoffnung, dass das was bringt. Und zwar von hier aus. Dann muss es irgendwie mit den Punkten klappen. Und das ist doch eigentlich eine adäquate Weidefläche. Setzen wir mal. Und gucken wir mal, ob das funktioniert. Zwei Familien drin. Immer noch nur 26 Speere. Die Miliz ist auf jeden Fall vollständig. Das ist nicht das Thema. Und es gibt ein paar weitere Hütten. Ah, hier hinten unser Neubaugebiet in Abendrot. Das läuft doch schön. Und natürlich viel Platz.
für unsere Familien, definitiv. Wie viel Platz war eigentlich noch in dem Marktplatz hier? Noch 2 freie Marktstände. Das ist auch nicht mehr so viel. Und dann geht das, glaube ich, automatisch hier rüber. Und das wird die Region hier hinten nochmal wirklich befeuern. Hier gibt es übrigens Bier. Das ist cool. Weil das natürlich unsere Taverne hier gut auf Trab hält, im Idealfall. Ich finde die übrigens so richtig schlecht gelegen mittlerweile, ne? So richtig schlecht. Also auch hier irgendwie optisch. Das würde ich gerne nochmal anpacken. Hier Hofstätten hinbringen. Und die Taverne irgendwie... Kann man hier eine reinbekommen? Gerade mal schauen. Nee, das ist leider schade. Hier scheint kein Platz drin zu sein. Ah, das müsste ich nochmal angehen. Ja, gelegen ist sie natürlich schön zentral. Die Kirche übrigens auch. Total cool. Aber es gefällt mir noch nicht so ganz. Was mir übrigens trotzdem noch ein Dorn im Auge ist in dieser Folge, ist hier hinten die Situation in Goldhof, wo einfach nichts passiert. Kann das sein? Warum wird denn... Haben die so eine Angst, dass sie sich nicht raustrauen? Weil eine Familie ist doch hier eigentlich zum Arbeiten bereit. Wir nehmen mal den Holzfäller hier weg. Vielleicht hilft das ja. Weil wer weiß, welcher Kreuzverweis hier dafür sorgt, dass die momentan nichts bauen können. Ich gucke einfach mal, was jetzt passiert. Nee, die sind immer noch am Schreien. Hört mal. Forsthaus und Eichenhaus fertig. Die sind sich noch am Kaputtschreien. Jörg, der Sammler, wartet. Der muss wahrscheinlich raus, weil er das Essen holt. So, Forsthaus. Sehr schön. Gibt direkt 2 Familien drin. Die bekommen einen schönen großen Arbeitsbereich. Dann können die nämlich aufforsten. Ansonsten ist das hier echt noch ein ganz schön kleines Gebiet. Die Frage ist, ob wir hier auch mal so langsam in die Richtung denken. Ich will halt nicht zu schnell sein. Erstens wegen dem Kanal. Wir genießen das entspannt. Und zweitens, damit wir den Überblick selbst behalten. Ich könnte mir schon vorstellen, dass wir hier sagen, wir brauchen einen Handelsposten. Denn den habe ich hier noch nicht, ne? Spiel speichert, alles gut. Kirche hier hinten, nicht so ganz glücklich. Wo wollen wir handeln am ehesten? Eher hier rüber zu. Ich könnte mir vorstellen, dass wir hier hingehen. Ja, da den Handelsposten. Neue Familie eingezogen. Gebäude fertig in Abendrot. Sieht gut aus. Das ist hier unsere Ecke hier hinten, ne, mit dem Marktplatz. Und wir beschleunigen mal wieder ein bisschen. Ich glaube, es lohnt sich zur Geschichte hier hinten zu schauen, was denn hier mittlerweile abgeht. Wir sehen Weizen. Nicht wenig. Und in der Windmühle müsste ja jetzt eigentlich gearbeitet werden. Nächstes Gebäude fertig. Ah, die bringen hier alles rein. Kulturart Weizen. Gerste, Fruchtbarkeit, das ist natürlich gar nichts. Aber der Wechsel wird ja immer eingestellt, wenn die Erntezeit vorbei ist. Auf jeden Fall ist alles abgeerntet. Weizen, Gerste, Brache, Weizen. Das ist die Marschroute beim letzten Mal gewesen. Die Frage ist, was machen die jetzt noch? Weil die transportieren hier jetzt noch das Weizen, was ich so nicht sehe. Aber wir glauben, dass sie einfach das imaginäre Weizen tragen. In Goldhof ist eine Brennholzhütte. Aha. Jetzt wird gebaut mit der zweiten Familie. Sehr gut. Braunholzhütte ist da. Es hängt auch am Brennstoff. Ich setze da mal eine Familie rein. Nahrung haben wir für 7 Monate. Das dürfte sogar reichen. Ja, hier kann die Familie noch... Was machen die denn alle? Abendrot, der Brunnen fertig. Ja, 1, 2 sind hier. 3, 4. Doch, das ist schon alles richtig. Wie sieht es mit der Miliz aus? Oh, wir sind vollzählig. Einwandfrei. Dann können wir eins machen jetzt. Bevor das nämlich untergeht, gehen wir hier rein und sagen im Handel, dass wir bitte keine Speere mehr importieren wollen.
Wir sind damit jetzt nämlich fertig und das Regionsvermögen ist auch wieder relativ weit unten. Und dann können wir jetzt tatsächlich in den Krieg ziehen. Denn dann gehen wir bitte einmal hierhin und einmal auch hierhin. Und wenn wir uns eingefunden haben, können wir endlich marschieren. Und das ist so, so wichtig, um da hinten wirklich endlich aufzuräumen. Das Problem ist, die halbe Stunde der Folge ist durch. Und ich glaube, wir verschieben sie in die nächste Episode. Aber dann haben wir das Problem da hinten definitiv gelöst. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wie gesagt, ganz entspannt. In manchen Teilen sogar explizit, um den Überblick nicht zu verlieren. Aber ich finde, jetzt sind wir wieder so langsam am Lauf. Haben vor allen Dingen uns militärisch wieder gestärkt. Wir finden uns hier unten gerade ein und marschieren gleich zu dieser einschüchternden, ja, Söldnerbande vor den Toren von Goldhof, um ein für alle Mal wieder Ruhe einkehren zu lassen in unseren Landen. Ich freue mich aufs nächste Mal mit euch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Let's Winter. Macht's gut. Ciao, ciao.